Im letzten Video sagte ich, ich gehe jetzt schlafen. Ich sagte aber auch anfänglich, dass die Nächte kurz bzw. lang sind, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und ja, ein Level geht noch. Und der Grund für meine Motivation ist zum einen natürlich, dass das Kampfsystem Deluxe ist. Nicht so langsam jetzt, glaube ich, zumindest vom Tempo her es schaffe, etwas langsam anzugehen und gleichzeitig trotzdem effektiv unterwegs zu sein. Geht natürlich immer noch besser, da muss noch einiges optimiert werden, aber auch, weil ich das mit den Gemstones und Spells jetzt blicke. In den Gemstones gibt es bestimmte Steine, die diese Fähigkeiten, die Cecile als Spell haben kann, eben enthalten. Und hier sehen wir zum Beispiel diesen Sacred Violin, Valiant Topaz, Tarquinius Courage Essence. Das ist das, was oben links als statt des Heilbars drin ist. Und ich zeige euch das kurz. Ich switch mal auf eine andere. Da ist Heilung jetzt drin. Und wenn ich wieder dieses Sacred Valiant Topaz ausrüste, dann habe ich eben genau diese Tarquinius Courage Essence. Und man erkennt das wohl, dass dann eben unten rechts nochmal ein kleines Symbol drauf ist. So kam es dazu. Und ich frage mich, was passiert, wenn ich dies zum Beispiel auch austausche. Just for fun mal. Kommt's oben hin. Okay, aber Wiederbelebung brauchen wir auf jeden Fall. Zumindest vorerst. So, verstärken wir noch irgendjemanden. Denn diesmal will ich eine andere Truppenzusammenstellung mal ausprobieren. Cool wäre es, wenn ich irgendwas hätte, was Longinus Strength Abzug mit diesem Celestial Special Diamond ausgleichen könnte. Also Strength plus 50% zum Beispiel. Aber ist nicht. So, Winchester nehme ich nicht mit, aber Apollon, deswegen entweder erhöhen wir sein Speed. Ja, wir erhöhen sein Speed. Ah, und ich glaube, warte mal, das muss ich kurz checken. Ich könnte den Wiederbelebensskill rausnehmen und könnte trotzdem die Heilung unten lassen. Oder ich könnte den Angriffsskill rausnehmen. Das teste ich jetzt einfach mal. Tatsache. Die stehen für die oberen, mittleren und den unteren Skill. Und wenn ich sage, okay, ich brauche diesen magischen Angriff nicht, will aber diese Spectral Gash Essence zum Beispiel haben, dann mache ich das einfach so. Nicht schlecht. Und wenn ihr den Spell nicht austauschen wollt, die Standard-Spells, dann nehmt ihr einfach Gemstones, die keine Zauber enthalten. Klasse Sache. Gut zu wissen. Und das hatte ich noch drin. Deathblows do extra damage. Das brauchen wir aber eigentlich nicht. Ich glaube, so dieser Apollon Speed plus 10% ist besser. Zumindest erstmal. Hier die erhöhte Crit-Chance ist natürlich auch nicht schlecht, aber mit Longinus noch schwächer. Hat zwar massiv viel HP, aber nee. Genau, so machen wir das jetzt. Und wir checken mal, was dieser Tarquinius Courage Essence überhaupt ausmacht. Stellt sofort Stamina wieder her. Und verhindert, zurückgeworfen zu werden, aber Stamina? Gibt es hier einen Eintrag mit Stamina? Ich wüsste auch nichts irgendwie gesehen zu haben, was irgendwie Stamina entspricht, aber testen wir es doch einfach aus. So, Area Peaks. So, die Kandidaten sind jetzt folgende. Longinus mit Women Fang. Sulfiger. Und jetzt wir haben noch Shattered Wailer. Und das ist halt nicht schlecht, ne? Auch komplett Debuff. Verlangsamt die Gegner und schließt sie in einem Eisengefängnis ein. Hat auch neu, ist ein 6-Hit-Kombo. Und ich bin mal gespannt, ob wenn ich ein 6-Hit auswähle, ich dann unten auch 6 Kreise drin habe, weil ich habe eigentlich nichts, was diese Kreise beeinflusst. Ich frage mich immer, wann habe ich manchmal 5, manchmal 6. Und ich glaube, das liegt mitunter daran. Und Apollon.
So, schieß mal von letzten oder Falcon Fane. Defense ist besser. Und vor allem seine linke Attacke ist ja, ja, dieser Poison Arrow Giftpfeil. Ja, das hat mir das gleiche, das hat er vorher auch schon gesagt. Ich glaube, ich bin noch mal, ne, mich nicht. Oder ich bin noch mal in dieselbe Stelle rein, glaube ich. Ja. Deswegen hat er das gleiche nochmal gesagt. Jetzt sollte ich mir erstmal überlegen, was ich eigentlich wie ausführe. Die Wölfe sind echt wild. Ich habe echt Probleme mit den Wölfen. Genau, weil wir haben jetzt definitiv eben 6 Slots. Also ich glaube, es hängt davon ab, ob wir eben einen Advanced Death Blow drin haben oder nicht. Ah, dann sollen wir anfangen, auch die anderen Dinge einzusetzen hier. So. Ah, okay. Die Stamina sind die AP gemeint. Das ist geil. Sie regeneriert damit die AP aller Teammitglieder. Das ist natürlich Gold wert. So, erstmal die Fensters packen. Sehr geil. Das ist eine ganz andere Zusammenstellung. Das ist ganz interessant, ist richtig interessant zu spielen. Ist auch irgendein Power-Up. Sentinel Stance für Sulfiger. Kann ein bisschen Aggro ziehen. Echt schwierig zu bekämpfen, weil sie einfach so schnell angreifen. In so einer hohen Frequenz einfach. Machen wenig Schaden, aber sie nerven. Sind ein bisschen wie so Stechmücken. Und wieder ein Power-Up. Ich glaube, es liegt daran, dass wir es das zweite Mal machen. Ranger Stance für Apollon. Yes, Poison Arrow. Wunderbar, Mage liegt schon. Ja, darauf habe ich nur gewartet und direkt vergiftet. Das darf er umfallen. Greift an. Ah, dieser scheiß Drachenangriff jedes Mal. Die Wyvern. Die Wyvern sind echt schwierig zu erkennen, wie sie angreifen. Jetzt versuchen wir die mal einzufrieren. Ihn jetzt.
es einfach eine seltsame Animation, beziehungsweise schwierig vom Timing einfach. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Aber es macht Spaß. Es macht immer Laune, dass man auch solche Gegner hat, die haben echt irgendwie, bei denen man echt eine Schwäche irgendwie hat. Mal gucken, was die Link-Attacke eigentlich von Sylphgar ist. Sylphgar. Ja. Nach einem perfekten Block von Sylphgar. Das sind alle Gegner ohne Verteidigung. Können wir gut gebrauchen. Und nochmal weiter. So, Apollo, extra Damage to Beast. Ja. Hoffen wir mal, dass der Ork als Beast gilt. Denn dem werden wir nochmal begegnen. Jetzt. Mal überspringen. Hat mir schon. Kriege ich nicht geblockt, diesen Skull Crusher, also nicht reflektiert. Wäre echt interessant zu wissen, ob das überhaupt geht. Und hat einfach ein Deluxe-Timing erfordert. Was ja fair wäre. DSS. Ist natürlich auch eine gute Mischung. Note 4 ins andere 1++. Punk Strength plus 30%. Okay. Vielen Dank für die Blumen. So, aber jetzt geht's ins Bett. Wirklich, echt jetzt. Jetzt wird geschlafen. See you next time.